Moin moin und willkommen zurück zu Let's Play Prototype. Yay, was mir so aufgefallen ist, die Infektion ist wieder ganz schön zurückgegangen, kann das sein? Die Karte war doch beim letzten Mal noch deutlich mehr rot gefärbt. Ja, scheint ja wirklich so zu sein, der Virus kann wieder etwas eingedämmt werden, ist ja schön. Gut, ich habe irgendwas gerade mal, kann ich auch mal zeigen, ich habe gerade mal noch in die Upgrades reingeguckt und habe hier die letzte Fähigkeit der Blade Power gesehen. Ja, klingt eigentlich geil, hätte ich auch gerne. Nur der Preis ist vielleicht ein bisschen teuer, so viele Punkte kriege ich höchstens noch, wenn ich jetzt hier die ganzen optionalen Sachen mache und so. Und da habe ich halt echt keine Lust zu. Also machen wir für die nächste Mission und ich hoffe, dass ich dabei nicht draufgehe. So wie immer. Taggart's air power is crippled. He's gonna make a run for it on the ground. The rogue Black Watch units are massing at one of his bases and setting up roadblocks to allow him to get to the Brooklyn Bridge. He'll try and push through there. We need to hit him at the base now, before the defenses are complete. Force him out of his hole. When he makes a run for it, consume him. Keep the pressure on, and he'll keep running. But don't let him escape. If he makes it out of Manhattan, our ticket onto the Reagan is gone. He doesn't have a chance. Kam mir das nur so vor, hat er sich jetzt selbst widersprochen in dem Satz. Ich soll ihn in der Basis holen, also treib ihn raus und treib ihn Richtung Brücke. Was denn jetzt? So. Use a tank or a missile launcher to attack the base. Tank. Ich mag Tanks. Fuck, ich sehe da was unten auf der Karte. Und ich sehe es nicht gerne. Vielleicht zwei von der Sorte. Okay. Oh, I need a tank. What the fuck ist da unten los? Heilige Scheiße. Guckt euch die Karte mal an. Das ist vielleicht ein bisschen viel für meinen Geschmack. Und wie bitte soll ich da reinkommen, ohne zu verrecken? Ich könnte in die Basis reinspringen. Da hinten fliegt wieder so ein Teil rum. Die Fliegenden machen mir echt am meisten Sorge, weil ich nicht weiß, was ich gegen die tun soll. Ich kann sie abwerfen, ja, aber dann... Dann bin ich am Arsch. Okay, ich möchte eigentlich gerne vorsichtig vorgehen. Irgendwas sagt mir, dass das nicht funktionieren wird. Wow, das war richtig. Ich bin beeindruckt, das war richtig. Okay. So. Wie gehe ich weiter vor? Ich will diese fliegenden Dinger ausschalten. Ich weiß noch nicht wie. Kann ich hier was ausreißen? Kann ich. Was? Was kann ich denn hier oben bitte gerade sehen, hä? Richtig, gar nichts. Scheiße. Ich hätte einen von denen noch gebraucht. Idee. Nehmen wir dich und werfen ihn dagegen. So, hätten wir das ja geklärt. Das wäre ein Riesenproblem weniger. Und jetzt habe ich auch meinen Panzer gefunden. Das ging eigentlich ganz gut.
Das hätte ich mir jetzt schlechter vorgestellt. Wow. Der ist jetzt in mich reingerannt, da kann ich nichts für, ja? Ey, das ging echt erstaunlich gut. Komm ich da überhaupt rein? Ohne das Ding zu überfahren? Ja, so gerade eben. Okay, mit der Basis muss ich echt vorsichtig sein. Genau aus diesem Grund ist es eine Basis. Das bedeutet, es wäre eine Idee, die Geschütztürme auszuschalten. Denn die würden nur Stress machen. Dann auf Panzerfäuste achten. Davon haben wir hier natürlich mehr als genug. Okay, ich habe eine Idee. Eine saudumme Idee. Okay, ich muss genau das Tor angreifen. Alter, rückwärts, weit. Ich muss da raus. Verdammt. Oh, super, ich habe mich festgebackt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Scheiße. Oh, das geht schief. Geht nicht so schief, wie ich dachte. Ja. Das war okay. Nicht gut, aber okay. Fuck. Ich hätte es bedenken können, nachdem ich den ersten verkackt habe. Den ersten Knopf. Das wird Zeit in Anspruch nehmen, das sehe ich jetzt schon. Ich will nämlich ein bisschen vorsichtiger vorgehen, um nicht die ganze Zeit zu sterben. Komm, du scheiß Anzeige, leer dich schneller. Natürlich sieht er mich genau in dem Moment wieder, wo ich wechsle. Arschloch. Go to the target base. Ja, hingehen ist es ja nicht getan. So, ich versuch's noch. Nein, nein, ich versuch's nicht nochmal. Nicht von hier. So. So. Ich bräuchte mal wieder ein bisschen Lebensenergie eigentlich. Ich bräuchte diesen Panzer da vorne. Ich versuche was. Wieder mal. Eine saudumme Idee und so. Wenn man einmal verkackt, kann ich es genauso gut vergessen, weil dann ist es unmöglich, dass ich das nur rechtzeitig schaffe. Ja, genau. Freilich. Was auch immer mich da gerade angeblich getroffen hat. Zack. Dringend Lebensenergie. Wieso bin ich eigentlich so blöd? Spring erst vom Dach und wechsle dann meine Gestalt. Das war jetzt schon ziemlich dumm von mir. Muss ich ja mal sagen. Ich muss dringend wieder so ein paar Typen übernehmen hier. Und am liebsten natürlich die Soldaten, weil ich die Verkleidung brauchen werde. So, dankeschön. Da ist ein Supersoldat, vor dem laufe ich mal weg. Übrigens, für alle, die gerade denken, ich hätte einen Plan oder sowas, habe ich nicht. Ich tue nur so, als hätte ich. Falsch. X... B, X, X. Siehste, einen verkackt und schon zu spät.
Hä? Achso, scheiße. Ich hatte gar nicht genug Energie. Ich hab gerade gedacht, machst du einfach mal Devastation Attack und zerstörst alles, aber ja. Dafür brauche ich Energie. Ich habe den Schlüssel. Ich könnte in die Basis reingehen. Bringt das wohl was, wenn ich in die Basis reingehe? Ich gehe ja fast nicht davon aus, aber es könnte... So, der ist schon aus, okay. Ich könnte mal versuchen, in die Basis reinzugehen. Nee, ich habe keinen Eingang. So, vierter Versuch oder so. X, X, B, X, X. Geht doch, diesmal war es richtig. Ich wurde zwar trotzdem entdeckt, weil natürlich in dem Moment hinter mir ein Supersoldat stand. Der war gerade noch nicht da. Wo kam der her? Ja, was soll's. Ich mache Fortschritte. Und gleich nur kleine. Darüber. Genau hier hin. Und jetzt da rein. Ich komme irgendwie nicht richtig voran hier. Ja, zum einen will ich die ganze Zeit gesehen, das gefällt mir nicht so richtig. Zum anderen will die Panzersteuerung gerade wieder genau in die entgegengesetzte Richtung von der, wo ich drücke. Dann rennen meine eigenen Leute wieder genau vor meine Räder oder Ketten. So. So, hätten wir das geklärt. Was soll ich jetzt hier machen? Achso, das ist die andere Seite, kann das sein? Ja, das gibt natürlich Sinn. Ich hab's erwischt, sehr gut. Mit der kleinen Waffe kann ich da sehr vorsichtig drauf schießen, das ist gut zu wissen. Das kümmert die nicht ganz so sehr. Oh, okay, doch, die haben mich nur gerade einfach nicht gesehen dabei. Okay, die gute Nachricht ist, es gibt keine... Ach, ganz ehrlich, leck mich doch am Arsch. Ich habe keine Lust, hier nachzudenken jetzt. Ich denke jetzt nicht mehr nach, ich schieße, auch wenn ich gerade wieder nicht fahren kann. Das ist komisch, wenn man in eine Richtung fährt, wie jetzt gerade zum Beispiel rückwärts, und dann vorwärts drückt, dreht er in der Regel erstmal den Panzer, also versucht den Panzer erst umzudrehen. Was natürlich mega keinen Sinn ergibt. Und bei einem Panzer ist vorne und hinten eigentlich scheißegal. Schnauze. So. Das wird schon irgendwie. Das macht überhaupt nichts. Also an Schaden ist es gleich null. Wie schwere Geschütze. Selbst den zur Hälfte und so kriegen wir schon Ewigkeiten dauern. Ey, komm, das war genau unter deine Füße. Okay. Ah so, sammelt einer, soll der aufs Gebäude schießen, nicht nur auf die Tore. Na gut, ich soll der Basis Schaden zufügen. Hm. Kann ich die anvisieren? Ich kann die echt anvisieren. Cool. Wenn ich jetzt sterbe, hol ich mir eine Panzerfaust. Fertig. Okay, hätte ich das gemerkt vorher, dass ich auf das Gebäude einfach nur schießen muss, dann hätte ich das vielleicht anders gemacht. Und zwar mit einer Panzerfaust vom nächstbesten Dach. Das wäre schneller gegangen.
Moment, ist das dieser Ultrapanzer? I need that bastard Tiger in one piece. Pace. Distance. Ich kann ihm jetzt hinterherfahren, aber jemand sagt mir, ich sollte wahrscheinlich hier aussteigen und genau das. Dig in. Like it's gonna make a difference. Was? Ich habe jetzt einfach mal den Knopf gedrückt. Ich weiß nicht, ob das... Na, wahrscheinlich ist es egal. Ich probier's nochmal. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin derartig tot. Das war jetzt ein bisschen unfair, weil ich natürlich wieder keine Lebensenergie hatte. Ich brauche Lebensenergie, bevor ich irgendwas machen kann. Ganz ehrlich, scheiß drauf, ich brauche Lebensenergie. Genau die. Ups, das war der falsche Knopf. Den wollte ich gar nicht drücken. Ja, aber die Idee ist gar nicht mal so blöd. Ja, ich werde währenddessen weiter in Stücke geschossen. Scheiß drauf. Könntest du jetzt mal einen von denen greifen? Oh, das ist dumm! Das ist dumm! Sobald ich gesehen bin, bin ich immer quasi schon tot. Ist auch da. Oh, nervt das schon. Ich kann so ein... Ich kann mir dann einen Gegner krallen und was ist, ich bin quasi sofort tot, wenn ich das mache. Weil mir das gesamte Leben wieder abgezogen wird. Und das sofort. Und heimliche Vorgehensweise ist hier nicht wirklich, es sind einfach zu viele. Hat keiner gesehen. Und das hat auch keiner gesehen. So, wir machen... Ich bin wieder gesehen, ohne Grund. Geil. Geil, nur weil ich wieder laufe wahrscheinlich, ne? Könntest du jetzt mal deine Waffe auswählen? Nö, kannst du nicht. Ich zieh raus hier. Nothing will protect you from me. Not men, not weapons, not armor. Was soll ich denn sein? Soll ich den verfolgen? Was steht denn hier überhaupt? Follow him, okay? Warum soll ich ihn verfolgen? Ich dachte, wir wollen ihn haben. Wie ist es nicht irgendwie, ich sollte ihn übernehmen? Hä? Wieso habe ich mich jetzt wieder... Also manchmal ist das mit dem Wechseln ein bisschen komisch. Da wechsle ich gerade in die Form und plötzlich habe ich wieder eine Waffe. Das ergibt manchmal ein bisschen wenig Sinn in meinen Augen. Da schon wieder. Wieso wurde ich jetzt gesehen zum Beispiel? Ich habe das Gefühl, dieser Panzer da unten ist ein bisschen OP, weil der sofort weiß, dass wir es sind. Ja gut, wir fliegen von Dach zu Dach. Das merken die anderen Soldaten aber sonst auch nicht.
protect you from me. Okay. Wie geht dieser Move überhaupt? Den hatte ich mir doch. Genau den. In der Luft davor Y. Okay. Da reicht er nicht mal aus. Was reicht da wirklich nicht mal aus? Oh Gott, das geht ja schneller, wenn ich den Panzer übernehme. Das hab ich, weißt du, in dem Moment, wo ich sagte, es geht schneller, wenn ich den Panzer übernehme, wusste ich irgendwie, dass ich... Oh, ich kann noch nicht schwimmen. Oh, ach stimmt, ich konnte schwimmen. Nein, eben nicht, ich werde nur wieder rausgeschickt. Ja. Renn da hoch. Wechseln. Und jetzt? Ich habe gegen den ganzen Panzer keine Chance, es sind zu viele. Ich brauche eine Panzerfaust. Und hier, genau jetzt, wo ich meine bräuchte, ist keiner auf den Dächern. Das gibt's doch nicht. Läuft da unten irgendwo einer mit einer Panzerfaust rum? Bestimmt irgendwo, bis ich den gefunden. Au! Arsch, du hast mir ins Gesicht geschossen. Eine Panzerfaust. Es braucht mindestens 4 Schüsse, um so einen Panzer down zu kriegen. Komisch, bei mir reichen 2. Also wenn ich im Panzer sitze. Okay, also es ist wirklich, sobald ich hier versuche, einen Panzer zu übernehmen, wissen die auch, dass ich das bin. Schon fast ein bisschen unfair. Ja, komm, ein bisschen schneller, bitte. Ich will das heute noch abschließen können, diese Mission. Ja, war das hier schon vorbei. Keep running, you bastard! Ganz ehrlich, das war's für heute und ach, wollte er nicht zu... Der wollte zu Brooklyn Bridge, haben sie, glaube ich, gesagt, ne? Oder? Ach, keine Ahnung, wohin er wollte. Ist ja egal. Beim nächsten Mal folgen wir dem Typen weiter. Kann ja eigentlich nicht mehr so lange dauern. Bis dann. Ciao.